Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Felsbrunnen. So, Hirni, da wollen wir hin. So, Gurli rein. Drescher an. Und weiter geht's. Ich hoffe, das Spiel schaffen wir heute. Sonst mache ich so lange das Ende, bis wir das schaffen. Aber ich bin frohen Mutes, dass wir das in dieser Folge beenden können. Dann gucken wir auch mal wieder, wie es aussieht in meinen Feldern. Aber das wird erst am nächsten Tag reif sein. Jetzt haben wir es 18 Uhr was gequetschtes. So, Delay. Gucken wir Vollgas. Eigentlich nicht mehr. Wie du mir jetzt so sagen darf. Ich bin ja bloß noch eine Handvoll Bahn. Gut, mit dem Drescher und dem Schneidwerk, also Maisgebiss, dauert es noch ein klein bisschen mehr. Aber das kann ich leider nicht beeinflussen. So. Dumpty dumpty dum, fahren mit unserem Drescher her. Haben wir jetzt schon drin? In 30% und wir sind fast rum. Aber wir kommen bei 40%. Müsst mal ankommen, da schaffen wir 2,5, wenn sogar 3 Runden. Prozent wäre es doch. Aber 2 Runden müssten drin sein. 2,5 mit viel Glück 3. Weil wir haben ja fast voll angefangen. Da ist ja immer kleiner pro Runde. Die längsten Bahnen. So, und so, jetzt haben wir das rum jetzt. Wir machen mir echt Angst, wenn hier kurz vorm Schneidwerk losfetzen. Immer schmäh die mit weg. Aber das ist ja vom Spiel so programmiert, dass das nicht der Fall ist. So. Und dann haben wir raus, 6%. Anderthalb Runden sind wir durch. Jetzt 2/3 passt. Lieber 2/3, aber passt schon. Passt schon. Vollgas voraus. So krass ist es gar nicht mehr. Was ich jetzt so sehe.
Dazu rund die Decke drin. Und schafft man nicht mehr. Nicht mehr ganz. Da kommt vorne vielleicht bei knapp 90% raus. Prozent ist vielleicht noch gerade das Ding hoch. 99%. Prozent verschätzt. Prozentrechnung, also Prozentschätzung, ist nicht meine Stärke. Merke ich gerade so in der Sonnenblumenernte. So. So raus, wir sind gleich voll. Noch zwei. Eins und voll. Nein, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So und los geht's. Schwing die Keulen, Kollege. Ja, was kann man ein bisschen mehr wie halb voll. So, Dilly, so, Dilly, so, Dilly. Und abtanken. Danke. Leer. Weiter geht's. Ach ja, so ist das mit dem Licht. Einmal brennt und zweimal nicht. Aber krieg mal alles hin, krieg mal alles hin. Rückwärtsgang, Vorwärtsgang, weiter geht's. So. So drehen, wenn wir mal was sehen, wie weit wir noch zu fahren haben. Mit meinem groben Überblick uns schaffen. Na, die Hochzeitsfahrten kann ich mir fast sparen bald. So weit ist es nicht mehr nach oben. Dann kann man fast hier Kurve ziehen. Ja, anders sagen wir zwei Trescherlängen. Viel mehr wird es nicht sein. Jetzt vielleicht bloß noch eine. Aber eine bis anderthalb. Zwei Bahnen noch. Haben wir es vollendet? Würde ich das einfach mal so behaupten. Und dann müssen wir mal gucken. So.
jetzt so weit wie möglich rüber. Eine Bahn noch haben wir. Nicht mal ganz voll. Und einen größeren Bogen holen, damit wir dann gleich in dem Zug rumkommen. Größeren Bogen holen, jetzt rum, 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 rum. Jetzt sind wir auf Kurs. Wenn wir nach innen sehen, haben wir den Kleiner hier. Alles. Ist ein Spritzel da drin. Na, was sind wir, wie es ist? Ich glaube, 76%. Noch nicht ganz voll. So, Dilly, die Gummi, los, hau rein den Spaß. 90%, ne? 99, 89? Ne, nicht mal ganz 90%. So, jetzt fetzen wir hier vom Feld runter auf die Straße. Richtung Hafen sieht man das, glaube ich. Volle Energie. Jetzt holt er übelst auf der Motor, der kommt nicht mehr auf Tor jetzt langsam. Jetzt kommt er langsam in Wallung. Jetzt im vollen Anhänger, fast vollen Anhänger. Da hat man doch schon ganz schön was zu buckeln. Wenn dann immer in Wallung gekommen ist, dann geht das. Und vielleicht halt bremsen, weil das ja ganz schön schiebt, das Gewicht. So, von hier überholen. Hoffen, dass nichts von der anderen Seite kommt. So. Alles gemeistert. Hier ein bisschen von Gas runter, weil da ist mein Lieblingslaternenfall, da kann man mal hängen bleiben. Da habe ich meistens immer so ein Talent dazu. So, ups. So, Dilly, so, Dilly, so, Dilly. So, jetzt hier rum. Wir wurden falsch gefahren. Der Lobos ist unten rum. Bin nicht zu spät rein. Aber kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Wir kennen ja Schleichwege.
eigentlich an der Stahlplatte fest war. Ja. Was ist denn jetzt hier? Guck mal. Trägt man gleich hin. Wie wir das wieder gemeistert haben. So, jetzt ein bisschen weiter rüber. Und schon passt das. Bogen ein Stück weiter holen hätte alles besser gepasst. Aber naja. So ist das nun mal. Gucken, wenn es oben umspringt. Jetzt haben wir 45.000 schon und speichern wir schnell mal kurz und nochmal 6.000 drauf. Und dann passt das. Was? Nee. Düngen, Feld 12. Jetzt habe ich einen Dünger noch da. Das nehmen wir schon mal an. Das hab ich schon alles da. So, jetzt gucken wir mal, was mit unseren Feldern geht. Früchte, Wachstum, grün. Ich flüge nicht. Unkraut ist keins drauf, gedüngt ist es auch voll. Passt. So, haben wir unsere Giftspritze da hinten. Ich muss noch mal bei Gelegenheit mal sowas wie ein Kärcher organisieren. Du bist 83% voll. Ich habe 91% voll auf zu Feld 12, das war hier oben. Gerät alle geworden, bloß halt mistig wie Sau. Feld 12 muss ich jetzt falsch fragen. Düngen Feld 12. Und das geht ja schnell. Kann man schon mal das Gestänge ausklappern. Streifen wir mal anstehen, aber so genau nimmt das ja eine. Davon können wir dicke 12 Fässer dann wiederholen, wenn es jetzt aufgehen sollte. Was ich aber nicht glaube, das ist relativ sparsam, der Flüssigdinger. Prozent sind wir jetzt raus. Vier. Fünf Prozent. Irgendwann werden 6% werden, denke ich mal.
6% jetzt. So, rausscrollen hier. Rex Focus, was ist dir gedüngt? Rex ist doppelt so groß. Was ist da ein? Nicht nur was. Okay, ein Adler. Ich zeig schon runter noch. Ah, jetzt ja. Das ist immer gut, of course. Oder nicht? Nee. So, 11% haben wir schon durch. Gefeuert. 12%. Oder bleibt bei ca. 6%. Jetzt waren 3. Mal gucken, was unten noch beim Händler dann stehen hat, wo wir fertig sind. Dann können wir vielleicht schon das erste Zeug für die Pferde holen. Mit dem Beispiel schon mal den Stall. Dann haben wir nämlich und nebenbei noch ein bisschen was zu tun. Aber wir brauchen noch einen Streudingsbums. Was zum Einstreuen brauche ich noch? Bin ich bloß am Überlegen, ob ich das lose einstreue oder ob ich nur einen Futtermischwagen hole, wo ich auch Stroh einstreuen kann. Aber dann, wenn ich mir irgendwann mal Kühe zulege, dann schon mal was hab. Muss mal gucken. So. Düngen macht Spaß. Früher habe ich immer geweigert, mit den Gestellen zu fahren, weil die einfach zu groß und zu sperrig waren. Das sind aber meistens die Schleppschläuche hier, mit dem Gülletank hinten dran, die waren wirklich extrem sperrig. Aber sowas hier könnte ich mich dran gewöhnen. Den könnte ich mich gewöhnen. Und mit dem Fass, die waren ja doch ganz schöne. Ich werde wahrscheinlich nie klarkommen mit den Dingern. Mit den Gülleteilen. Also mit so Feldspritzen finde ich effektiver und sagen wir geringer im Verbrauch wie die Düngerstreuer. Bei Düngerstreuer kann das schon mindestens immer nachladen müssen. Die
Jetzt haben wir 66% sind noch drin. In den Stürmer gestartet. 25% bis jetzt verballert. Wir haben ein gutes Heimfeld. Kann ich nur so sagen. Finde ich für mich persönlich am sparsamsten. Halbvoll Tank haben wir. Oben haben wir also eine kleine Tankstelle irgendwo im Wohnhaus da. Wenn mich nicht alle täuscht, ist da eine Tankstelle dran mit. Na, könnte hinkommen. Vielleicht Minimap. Aber ein halbvoller Tank reicht noch. Damit kommen wir noch ein Stückchen. Mindestens die nächste Ernte können wir noch einfahren. Denke ich mir zumindest mal so. 30% haben wir durch. In 5 Bahnen, da haben wir jetzt immer gut über die Hälfte, würde ich sagen. Da wir jetzt keine Mietkosten mit dabei haben, sparen wir noch mehr. Plus die Ausgaben von Dünger. Das ist meine grob geschätzte, die wir E-Packen aber brauchen. Mal gucken, wann wir umschalten müssen nach dem anderen. Und ich auf Fronttank umschalten muss. Wenn es erst zu meinem Tee kommt. So. War das schon mit Split schon mal oder war das? Ich muss gleich kommen, mein Freund ist bis 1,5 drinne. Und wird gleich kommen. Die letzten 50 Schliffer werden wir mal umschalten müssen. Mal gucken, wie weit wir kommen mit den letzten Litern. Bis zur magischen 12 sind wir schon mal. Also die halbe Länge der Bahn haben wir. Ne, ich nehme weiter. Aber vorne nicht ganz voll, das kann aus sein. Da ist hinten der Tank voll, war aber vorne nie. Dann geht er runter auf ins 3 vielleicht. Ja, gucken wir mal. Von vorne oder war da vorne ins 3 und hinten ins 5? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wenn hier kommt, hier empty. Ich könnte im Shop nachgucken, aber warum? Wir werden sehen, wenn alle ist. Denke ich mal, wer was wissen. Man hat immer ins 5 und immer ins 3 gehabt. Ich weiß aber nicht, welcher von den Binden ins 5 und welcher von den Binden ins 3 hatte.
da hinten da wahrscheinlich 1,5 gehabt. Und vorne da bloß 1,3, wenn er nicht ganz voll war, haben wir hier. Es scheint aber noch Bälle voll zu sein, weil es zeigt mir immer noch bis ein Balken an und den zeigt es mir bloß an, wenn in Beten dasselbe drin ist. Jetzt müssen wir umschalten. Und zack. Zum vorderen Tank gewechselt, passt das. 1,3 und vorne doch 1,5. Da war da auch das nicht ganz voll. Auch nicht schlecht. Oh, da sind schon da über Minuten bauen. Sehe ich gerade. Sind wir schon über die Zeit. Darum sage ich, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.